Das ist jetzt also die Bedienoberfläche von MLCAT. Und um sein Modell zu bauen, muss man die gewünschten Steine hier oben aus dem Bauteilbaum aussuchen. Hier ist die Steinbezeichnung. Wenn man sich darunter nichts vorstellen kann, dann klickt man einfach irgendwo drauf. Dann werden einem unten die Steine angezeigt. Der vorderste Stein ist immer der, den man hier oben angeklickt hat und dann die nachfolgenden. In diesem Fall, in dem Beispiel hier, wird jetzt erstmal eine flache Platte mit den Abmaßen 6x6 benutzt. Und die hätte ich aber gerne in der Farbe Grau. Also wähle ich mir hier oben in der Farbpalette das Hellgrau aus, klicke es an und dann wird der ausgewählte Stein, wird dem die neue Farbe zugewiesen. So, als nächstes hätte ich dann gerne, also so, ja, Kanonenkugeln. Die stehen hier unter Brick. Und zwar sind das die Round with Fins. Wenn ich nicht so genau weiß, wie sie heißen, anklicken, dann werden mir die Bilder angezeigt. Hier, ich hätte gern die mit dem Loch. Es gibt die auch noch ohne Loch. Den Stein nehme ich und setze den jetzt hier rein. Er hat die gleiche Farbe. Jetzt sehe ich allerdings, wenn ich mir unten der 3D-Ansicht anschaue, der irgendwie so richtig passt das nicht. Ich kann das mit gedrückter linker Maustaste kann ich das Ganze drehen. Und mit dem Rad kann ich reinzoomen. Irgendwie ist er mittendrin. Das ist kein Problem. Klicke ich erstmal hier oben in die vordere Ansicht. Zoome ich ran. Na, da fällt mir auf, jetzt sehe ich den Stein gar nicht mehr. Und deswegen muss ich das ein bisschen zur Seite verrutschen. Dazu wähle ich die rechte Maustaste und füge die Bildlaufzeilen hinzu. Da kann ich jetzt, wenn ich sehr stark rangezoomt habe, in dem Bereich hin und her scrollen. Und weil das ziemlich praktisch ist, mache ich das jetzt erstmal bei allen. So, und jetzt sehe ich, der Stein ist hier zu weit unten. Den setze ich also hoch. Jetzt sehe ich, oh, das war ein Stück zu weit. Das ist der nächste Schritt, den ich den Stein setzen kann. Zack. Jetzt ist der Stein in der Sicht von vorne, also in der Aufsicht, gut positioniert. Und jetzt hat man in dem Fall jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt den Kreuzriss oder den Grundriss. Ich werde das jetzt hier erstmal im Kreuzriss machen. Ich zoome also rein, gucke, dass es passt und will jetzt den Stein an der hinteren Ecke postieren. So, und das sehe ich. Ich hätte das Ganze auch in dem Grundriss machen können. Wäre für diesen Fall günstiger geeignet gewesen. So, diesen Stein will ich allerdings jetzt nicht in Grau haben, sondern ich hätte ihn gerne in Gelb. Gehe ich hoch, Gelb, das ist diese Farbe. Und voilà, der Stein wird gelb. Wenn ich andere Farben haben will, die jetzt hier oben nicht abgebildet sind, da drücke ich auf Mehr. Und dann habe ich sehr, sehr viele verschiedene Farben zur Auswahl. Die Farben auf der ersten Seite, das sind die Standardfarben. Und wenn man dann weiter runter geht, kommen die Halbtransparenzen und dann die inoffiziellen Farben, die sie irgendwelche Fans gemeint haben, dass sie ganz günstig sind. Ja, die sind dann, haben auch keine Bezeichnung, aber die standardisierten Farben, die haben dann halt immer eine Bezeichnung dazu. Und es steht auch in dem Namen der Farbe drinne, ob sie durchsichtig sind, wie zum Beispiel hier das Trans Light Red, oder ob sie normal sind. Gut, aber für den Fall lassen wir jetzt erstmal gelb. Und jetzt will ich genau den gleichen Stein nochmal haben. Jetzt kann ich natürlich jetzt wieder hier hochgehen und sagen, okay, das hier war er. Ja. Und hol mir so die Steine nach und nach. Das ist allerdings umständlich. Einfacher geht es, wenn man einfach einen Stein anvisiert oder mehrere. Man kann diese kopieren und wieder einfügen. Ich mache das jetzt hier einfach mal mit Ctrl-C, Ctrl-V. Allerdings sind die noch genau an der gleichen Position. Sie sind aber markiert. Wenn ich sie jetzt einfach anfasse und ein Stück bewege, dann sehe ich, aha, die sind da und die sind jetzt woanders. Dann kann ich das immer noch in der Axonometrie hier unten überprüfen. Und die Steine will ich jetzt in der anderen Ecke haben. Allerdings sollen sie jetzt eine andere Farbe haben. Und zwar grün. Wähle ich grün an, sehen die Steine grün.
So, und jetzt will ich das nicht immer, dass ich beide Steine anvisieren muss, wenn ich die jetzt kopieren will, sondern ich will, dass ich einfach immer bloß draufklicke und dann sofort beide Steine markiert sind. Und dafür gibt es eine Möglichkeit, dass ich Bauteile oder Bausteine, die ich anvisiere, zu einer Gruppe zusammenfüge. Das geht über diesen runden Kreis. Da klickt man drauf und dann kann man dieser Gruppierung einen Namen geben. Das wäre jetzt meine Säule 1. So. Wenn ich die jetzt deaktiviere, ist nichts angewählt. Jetzt wähle ich den oberen Stein an. Zack, da habe ich meine ganze Gruppe, die immer jetzt zusammen auftreten. Und jetzt kann ich das nämlich mit der diese Gruppe einfach kopieren und einfügen. Jetzt gehe ich runter, ziehe ich die Steine dort runter. So. Jetzt tue ich die mal deaktivieren. Und jetzt habe ich ein Problem, ich sehe es in dem Aufriss nicht mehr. Aber ich sehe diesen Stein hier, ich kann den anwählen, im Kreuzriss. Und jetzt sehe ich, blöd. Ich habe eine Gruppe kopiert, aber ich wähle jetzt die vordere Säule aus und er nimmt bloß den oberen Stein. Genauso wie den unteren. Das ist ein wirklich großer Nachteil von diesem Programm, wenn man Steine zu einer Gruppe zuweist und diese dann kopiert, wird die Gruppenzuweisung nicht mit übernommen. Für den Anfang mag das jetzt nicht so wichtig sein, aber wenn man größere Objekte baut, kann das sehr nervig werden. So, die Steine in der Ecke, da gehen wir jetzt blau. Und dann kopieren wir sie nochmal, fügen sie ein und dann, wie sollte es anders sein, gehen wir nochmal in die andere Ecke. So, und jetzt bekommen die Farbe rot. Ja, jetzt können wir eigentlich das Ganze erstmal speichern. Datei, speichern unter. Das ist jetzt hier das Beispiel. Da wird die Datei, die schon da ist, jetzt erstmal von mir ersetzt. Und ich habe ja gesagt, dass LD-View zum Anschauen geeigneter ist als diese 3D-Sache hier unten. Deswegen habe ich LD-View geöffnet und kann jetzt hier das Projekt hineinladen. Und wenn ich jetzt mit der linken Maustaste gedrückt halte und es drehe, kann ich es in die beliebigen Richtung drehen. Das LD-View, das hat unter diesem Schraubenschlüssel die ganzen Eigenschaften. Es geht vom Anti-Aliasing bis zur Rundheit der kleinen Noppen und dazu, dass Lego draufsteht auf jeder einzelnen Noppe. Das habe ich jetzt allerdings hier aus Ladezeiten ausgeschaltet, weil es ziemlich lange dauert, wenn man sehr große Modelle hineinlädt. Und das Drehen geht dann nicht so flüssig. Was hier noch vielleicht interessant ist, man kann hier über Background sich einfach den Hintergrund ändern. Meinetwegen, ich will jetzt rot als Hintergrund haben, damit sich das besser abhebt. Zack, da habe ich rot. Aber standardmäßig ist der Hintergrund, glaube ich, auf schwarz gestellt. Wechseln wir also wieder zurück zu MLCAD. Jetzt würde ich gerne noch in der Mitte zwei Säulen haben wollen. Markiere ich mir zwei beliebige Steine an oder die Gruppe hier hinten. Dann kopiere ich die mit Ctrl-C, füge die ein mit Ctrl-V. Dann setze ich die hier hin. Die Farbe hätte ich gerne schwarz. Und den Stein daneben, die Säule daneben, hätte ich gerne in weiß. Speichere ich den ganzen Spaß. Jetzt wechsle ich in das LD-View. Die Steine sind noch nicht da. Wenn ich jetzt allerdings auf F5 drücke, wird aktualisiert und dann sind die Steine wieder da. Und des Weiteren will ich jetzt noch ein Speer in die Mitte des Einsteins setzen. Speere sind unter dem Reiter Other Parts, ja, und da wird es ganz unheimlich. Die meisten Bausteine, die man benutzt, um schöne Modelle zu bauen, sind unter dem Reiter Other Parts alphabetisch aufgeführt. Na, jetzt weiß man natürlich am Anfang nicht, wie die Steine heißen. Ist ziemlich aufwendig, alles durchgucken immer. Am Anfang sucht man sich ziemlich kaputt, aber die Steine, die man wirklich häufiger benutzt, merkt man sich dann nach einer Weile. Ich weiß, das M, das hat alles was mit Figuren zu tun.
Also benutze ich hier gar nicht erst den oberen Bauteilbaum, sondern gehe gleich über die Bildersuche und gucke mir das hier durch. Wenn man die ganzen unoffiziellen Teile nicht hier mit drinne hat, dann sind das wesentlich weniger. Dann sind komplett alle Figuren hier mit drinne. Ab und zu kann man eine Fehlermeldung kriegen. Dann hat er hier so ein kleines Vorschaubild nicht gefunden. Das kann man aber mehr oder weniger ignorieren. Das sollte einem aber nicht stören, weil es gibt so viel zur Auswahl, dass gerade das fehlt, was man gerade braucht. Ist mir persönlich noch nie passiert. Gott sei Dank. Und manchmal sucht man auch ganz gerne mal einfach dran vorbei. Es ist ja eine Hülle an Schildern und Equipment für Figuren. Das ist schon ziemlich abenteuerlich so. Ich habe gesagt, ich will einen Speer. Also nehmen wir hier einen Speer. Zack, das setzen wir hier rein. Ja, Speere sind grau, vielleicht auch dunkelgrau. Manche sogar braun. So, ich will es jetzt in braun haben. Und jetzt will ich das Speer in der schwarz, in dem schwarzen kleinen 1x1er und mit Loch drin haben. Zack. Zack. Passt. Jetzt kann ich das nach Belieben noch drehen, wenn ich jetzt die Speerspitze anders ausgerichtet haben will, dann visiere ich das an und dann gibt es hier oben die Möglichkeit zu drehen. Das ist das Drehen um die unterschiedlichen Achsen, einmal mit und einmal gegen den Uhrzeigersinn, dann die nächste Achse und wieder die nächste Achse. Jetzt muss ich erstmal überlegen, um welche Achse will ich denn eigentlich drehen? Ich will, dass sich die Schneidfläche nicht quer auf diesem unteren Grundriss ist, sondern so. Und jetzt überlege ich mal, ich sehe hier die X-Achse und die Z-Achse. Welche ich nicht sehe, ist die Y-Achse, die guckt mir entgegen. Hier im Aufriss wäre die Y-Achse die nach hoch. So, also klicke ich das Speer an, gehe hier oben gucken. Was ist denn die Y-Achse? Das ist die in der Mitte. Klicke hier drauf und das Speer wird um 90 Grad gedreht. Drücke ich nochmal drauf, wird es wieder um 90 Grad gedreht. Sind wir bei 180, 270, 360, ist einmal rum. Bei einem Speer ist es relativ egal. So, ich hätte das jetzt gern so, das Speer. Was passiert, wenn ich das Speer jetzt allerdings nicht 90 Grad haben will, sondern 45 meinetwegen? Da habe ich ja momentan ein Problem. Aber auch dafür gibt es eine Lösungsmöglichkeit. Und zwar werden alle Steine momentan in einem sehr groben Raster bewegt. Und diese Drehung orientiert sich an diesem Raster. Wenn ich jetzt also beispielsweise diesen Stein anklicke, jetzt zoome ich mal ein bisschen rein. Und jetzt will ich den versuchen, ein ganz, ganz kleines Stück nach hoch zu verschieben. Klicke ich ihn an, halte gedrückt und bewege meinen Cursor nach hoch. Und plötzlich springt er weiter nach hoch. Gut. Wenn ich jetzt allerdings hier hochgehe und das Raster das mittlere stelle und ich will den Stein wieder zurückschieben, dann sieht man, aha, gut, jetzt ist noch ein Zwischenschritt. Der Zwischenschritt ist jetzt trotzdem ein bisschen zu viel, um zu sagen, der Stein steckt zwar auf der Noppe, aber er ist nicht richtig drauf gesteckt, es ist noch ein Spalt. Dafür gibt es ganz feine Raster und damit kann ich jetzt wirklich in ganz, ganz kleinen Schritten diesen Stein hier draufstecken. Fürs Allgemeine sollte man allerdings das grobe Raster lassen, weil wenn man immer mit dem feinen Raster arbeitet, dann kann man echt Probleme haben, beispielsweise, wenn man den Stein halt so draufsetzt, den hintersten, den sieht man dann plötzlich, dann wundert man sich, weil einem nicht auffällt, dass das hier so gerade nicht in der Flucht liegt. Das ist also ungünstig. Bei so einem kleinen Modell mit wenig Teilen fällt das nicht groß auf. Aber bei einem größeren Modell kann einem das vor ernsthafte Schwierigkeiten stellen. So, jetzt habe ich meinen Stein irgendwie total aus dem Noppenraster rausgebracht und ich würde den gerne wieder reinhaben, kriege das aber manuell nicht hin. Dafür gibt es auch eine Lösung, dann stelle ich einfach das Raster wieder auf sehr grob und hier drüben steht am Gitter ausrichten. Dann wird dieser Stein an dem grob gewählten Raster, was ich eingestellt habe, wieder ausgerichtet. Und dann lässt es sich wieder einfach positionieren. So, warum ich das jetzt erzählt habe, ist folgendes.
Das Raster hat auch direkt eine Auswirkung auf den Drehwinkel. Das grobe Raster dreht in 90 Grad. Wenn ich jetzt das mittlere Raster wähle und drehe, dann sieht man jetzt gerade im Grundriss, aha, jetzt ist halt noch ein Zwischenschritt eingefügt worden. 45 Grad. Und wenn ich auf das ganz kleine Raster stelle und ich drehe jetzt 22,5 Grad, die man hier drehen kann. Ja, und das Drehen muss ich aber sagen, das sollte man vorsichtig genießen, gerade das Drehen im Feinraster, weil das irgendwie unsauber programmiert ist oder so. Wenn man den Körper jetzt häufiger immer um die gleiche Achse dreht, müsste er am Ende ja eigentlich wieder da rauskommen, wo er ist. Das macht er aber nicht. Deswegen sollte man, wenn es geht, grob drehen, wie man es haben will, und dann nur, wenn es nötig ist, jetzt noch eine Feindrehung machen. Wenn man das zu häufig gedreht hat und das nicht mehr geht, das Drehen kann man nicht wieder am Raster ausrichten. Dann hilft eigentlich nur eins, man kann dieses gesetzte Bauteil löschen, dafür wählt man das einfach aus und drückt auf Entfernen. Und dann ist es weg. Ganz einfach. So, aber ich wollte jetzt den Schritt zurück machen. Großzügigerweise hat Elcat die Angewohnheit, häufiger die Rückgängig-Funktion zu deaktivieren. Das sollte man beachten, wenn man baut. Also, es gibt einiges, das Programm ist nicht perfekt, das Programm ist aber Freeware. Und man kann ziemlich viel damit machen. Also, jetzt nehme ich wieder meinen Speer, setze das hier hin. Ja, und ich war noch im Feinraster, jetzt passt das also nicht. Jetzt kann das so grob orientieren und das haut alles nicht hin. Hier sieht man zum Beispiel, das ist nicht richtig. So, also das, was ich gesagt habe, am Raster ausrichten und voila, es passt. Jetzt noch die Farbe einstellen, das wollten wir braun. Bleibt die Frage noch offen, wie tief will man das Speer reinstecken? Ich mag es jetzt mal so haben. Und dann will ich das Speer in dieser Position haben. Gut, jetzt speichere ich und wechsle wieder zum LD-View. So, schauen wir das mal an. Herrlich. Ich kann auch, wenn ich das einmal anschubse und dann die linke Maustaste einfach loslasse, dreht sich das immer weiter und weiter und weiter. Und erst wenn ich wieder drücke, hält es an. Mit dem Rad kann ich wegzoomen. Wenn ich Control gedrückt halte und das Modell bewege, dann verschiebe ich das bloß im Blickfenster, ohne es zu drehen. Und wenn ich Control gedrückt halte und am Mausrad drehe, dann schneide ich das Modell auf. In diesem Fall ein bisschen sinnlos, aber wenn man größere Modelle hat, wie Raumschiffe oder Häuser, und man will jetzt da reingucken, dann kann das eine sehr, sehr hilfreiche Funktion sein. Allerdings, wenn ich das Objekt jetzt drehe, dann verändert sich auch die Schnittebene. Also ich drehe das und es wird sozusagen immer parallel zur Kamera aufgeschnitten. Gut, es gibt auch hier in dem Programm ein paar voreingestellte Perspektiven. Die kann man, wenn man auf die Kamera geht, kann man sich das angucken. Vorne, hinten, links, rechts, oben, unten oder die typische Axonometrie.